zu Let's Play die Simpsons Springfield und ich wollte mal kurz gucken, da ich gerade Aufgaben beende, ob hier noch was Neues kommt. Ja, guck mal. Dad, ich habe eine Meerschweinchen-Rettungsstation im Internet gefunden. Bestimmt auf einer dieser Webseiten, die Kleinanzeigen und gelbe Seiten verdrängt haben und Escort-Damen können nirgendwo mehr inserieren. Das Land, auf dem die Rettungsstation stand, wurde von Überlebenskünstlern übernommen. Deshalb sucht die Station ein neues Grundstück. Scheint ziemlich transportabel zu sein. Ein Fertighaus. Zu meiner Zeit hießen diese Dinger Wohnwagen. Und wie man deren Bewohner nannte, willst du lieber nicht wissen. Aber es gibt gar keinen Namen für diese Wohnwagenleute. Warum müssen wir alles ruinieren? Dad, ich habe von deinen Ansichten bald genug. Können wir nicht einfach etwas Land finden? Land, das einzige auf der Welt, von dem Gott nichts Neues mehr erschafft. Außer während des Tintenfischhafen-Updates. Glückwunsch, du hast ein Tierversuch mit Meerschweinchen Teil 2 beendet. Nimm deine Belohnung und mach eventuell ein Nickerchen. Ich bin so froh, dass wir endlich ein Zuhause für all die süßen Meerschweinchen gefunden haben. Können wir jetzt dorthin gehen und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sie mit dem Namen rufen, die ich ihnen gegeben habe? Iphigenie und Clytemnestra verwechselt man so leicht. Natürlich, meine Schuhe können es immer vertragen, ein paar Minuten in Schalen mit Desinfektionsmittel zu stehen. Du findest die Meerschweinchen-Rettungsstation in deinem Inventar. Platziere die Meerschweinchen-Rettungsstation. Dafür müssen wir noch mal eben ein schönes Plätzchen suchen. Die kommt hier hin. So. Die Nearpig Rescue Center. Entschuldigung, Mr. O'Flanagan, ich bin hier, um etwas total Angemessenes für ein 8-jähriges Mädchen zu tun, meinen Vater aus einer Bar abholen. Traurig, wenn man sich vorstellt, dass es überhaupt jemand hier drin Vater ist. Dann leg mal los. Hey, was machen Sie denn mit dem Bier? Ich färbe es grün für St. Patrick's Day. Mit dieser Lebensmittelfarbe, Sie sollten eine umweltfreundlichere Farbe nehmen. Das wäre ein grüner Weg, grün zu werden. Kleiner Witz. Wenn du meinst, lass Tom O'Flanagan Bier grün färben. Ach, der ist noch beschäftigt. Gut. Das dauert auch noch ein bisschen, bis der fertig ist. Ach hier. Ich muss das fertig machen. So. Ich bin gespannt, wann wir das hier voll kriegen übrigens. Lass den pickligen Teenager Haare auffegen. Ja, haben wir doch gerne. Sieh zu. Gut, und jetzt muss natürlich Lisa dahin gehen, aber das müssen wir erst fertig bauen. Okay. Ja, dann zieht erfüllt. Dann würde ich sagen, sind wir als erstes mal wieder durch. Wir sehen uns wieder, wenn ich jetzt einen Zaubertrick wieder mache und die Station fertig ist. Bis gleich. Guten Tag und so, willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play The Sims in Springfield. Und ja, wie immer beenden wir als erstes mal gleich die Aufgaben. So, und dann wollen wir jetzt mal gucken, was hier heute so alles auf uns wartet. Zunächst erstmal schon mal 750 Geld. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Dann kommen da jetzt noch so ein, zwei Aufgaben bei. Und wir mal gucken, was da so passiert. So. Lass Reverend Love Joy mit der Modelleisenbahn fahren. Ja, bitteschön. Viel Spaß dabei. Und lass Klitos den Müll durchwühlen. Ja, yeah, es geht immer richtig ab heute hier. Volles Rohr geht's hier los. Und jetzt ist allerdings hier unser komisches Meerschweinchengebäude auf jeden Fall fertig. Lass Lisa gerettete Meerschweinchen umsorgen. Dann kann sie das auf jeden Fall schon mal machen. Mehr Action wird da aber scheinbar auch nicht raus. Während wir hier die Leute noch von der Treppe fallen sehen. In den Eingang rein. Pock, pock, pock. Könnte auch meinen, die fallen ins Gefängnis hier. Also zwischendurch schleicht sich immer mal wieder so ein Freunde-Punkt ein. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Weil das kann nicht nur von Häusern kommen, die von Freunden angeklickt wurden. Weil da müsste es eigentlich mehr sein. Aber gut, keine Ahnung, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir haben uns nämlich mal was überlegt. Wir werden vielleicht demnächst mal ein zweites Konto einrichten. Wo wir dann zwar nichts großartig bauen, aber wo wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir da nicht ein paar Freunde besuchen können. Dafür brauchen wir ja nicht unbedingt dieses Konto. Das heißt, da könnten uns dann wieder 100 Leute enden. Und die könnten wir dann auch mal besuchen und uns da mal wieder ein paar Dörfchen angucken.
Das wäre dann mal eine Maßnahme, wenn das passieren sollte. Also ich denke mal, ich werde das vielleicht mal jetzt die Tage in Angriff nehmen. Dann werde ich euch das definitiv mitteilen. Und den Namen von dem Konto dann auch hier bekannt machen, damit ihr da auf jeden Fall fleißig, zumindest die Leute, die aktiv sind, fleißig uns als Freund wieder hinzufügen können. Hat sich das Ding verändert? Oder sah das schon immer so aus? Ich glaube, das ist anders als sonst. Naja. Ja, und jedenfalls, dann könnt ihr uns wieder neu als Freunde hinzufügen und wir haben wieder aktive Freunde. Das ist ja vor allem der Vorteil an der Sache. Mittlerweile sind die meisten, denke ich mal, inaktiv von den Leuten, die wir hier geaddet haben. Und wir können es ja nicht löschen, dummerweise. Deswegen müssen wir es so beibehalten, wie es ist hier. Und dann halt ein neues Konto gründen, um die Freunde zu bearbeiten. So. Damit melden wir uns aber dann auch erstmal, wenn es soweit ist. Ich mache jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen. Wir sehen uns für euch jetzt gleich weiter. Wir sehen uns dann später. Macht's gut und tschüss. So, die meisten Aufgaben sind wieder durch. Und ich denke mal, wenn ich jetzt Lisas Aufgabe beende, wird noch was kommen. Deswegen klicke ich da auch direkt mal jetzt in der Aufnahme erst drauf. Die Meerschweinchen sehen so glücklich aus. Und nur ein paar von ihnen haben Sohlengeschwüre oder Sabbern. Sohlengeschwüre oder Sabber? Was ist das? Meerschweinchenkrankheiten. Aber keine Sorge, ich glaube, sie sind für Menschen nicht ansteckend. Det, du bist gestolpert. Ist alles okay? Ja, das ist seltsam. Mein Fuß passt plötzlich nicht mehr in meinen Schuh. Und ich sabbere wie verrückt. Oh, Dad, Pokey, das Meerschweinchen sieht dich an. Darf ich ihn bitte adoptieren? Sabbern ist nein. Bitte, 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 bitte. Oh, er ist ganz schön blass geworden hier. Unverständliches Gesabber. Bekommt Lisa ein Meerschweinchen? Hast du dich schon immer gefragt, wann Max von Sido eine Zeichentrickfigur sprechen würde? Dann sieh dir die neue Folge von Die Simpsons an, diesen Sonntagabend auf Fox. Immer schön Werbung machen. Das ist toll, aber ich wollte ein Meerschweinchen. Pokey steht jetzt im Baumenü zur Verfügung. Pokey, was ist Pokey? Ja genau, für 40 Donuts. Eine Delikatesse in Peru, ist klar, Leute. Tom, ich möchte ein Foto von ihrer umweltfreundlichen grünen Farbe machen und es auf meinen Blog stellen. Vielleicht bringt diese aufregende Entwicklung meine Leserschaft in den einstelligen Bereich. Oh ja, klar. Jetzt legen Sie doch mal das ganze rote Zeug weg und zeigen Sie mir das grüne. Oh herrje, es ist schon wieder passiert. Ich muss mein größtes Geheimnis verraten. Ich bin rot-grün farbenblind. Das ist schlimmer als damals, als ich versehentlich der bösen Kommunistenpartei beigetreten bin und dachte, es wäre die gute IRA. Farbenblindheit ist nicht so schlimm. Doch, wenn man ihre ist. Ich habe einmal Kermit mit den Frosch am St. Patrick's Day gekniffen. Ich bin ein Monster. Ach ja, kneifen darf man, glaube ich, jeden, der nichts Grünes anhat. Ne? Und Kermit ist ja dann komplett grün. Ja, das ist natürlich blöd. Doch. Zum Glück sind sie der einzige ihre in diesem Spiel. Es kann ihnen also nichts passieren. Kobold-Spione sind überall, ob man den Premium-Charakter so spendiert hat oder nicht. Oh, kleine Lisa, wärst du bereit, noch einen erwachsenen Mann bei seinem Problem zu helfen? Lass Thomas Flanagan und Lisa das Bier wirklich grün färben. Okay. Ernte Silberzunge, machen wir. Machen wir glatt. Silberzunge, 8 Stunden, gut. Was nett im Quickie-Markt einkaufen gehen. Auch das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Und das war's auch schon. Mit Aufgaben, ja. Alles klar. Gehen wir nochmal ganz fix Ballons platzen lassen im Krusty Land. Und ab geht's. Oh, 100 Stück. Immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Wie viel haben wir jetzt? 934, nicht genug zum Verkaufen, deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Danke fürs Zugucken. Gebt der Folge mal einen Daumen nach oben. Freddy bettelt mich momentan so ein bisschen mit seinen Clash of Clans Folgen, weil die alle immer einen Daumen, also sau viele Likes haben. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, liked auch mal diese Folge. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.